hier gerade Probleme. Wenn es weiter so geht, muss ich vielleicht ein bisschen was an den Einstellungen verändern. Sollte jetzt aber funktionieren. Roshan wurde abgewehrt. Also Virtus Pro Polar hat das timingtechnisch ganz gut erkannt. Wobei jetzt, ja, ich streichle meinen PC. Oh, süßes Schatzi. Ja, steht er voll drauf. Und damit streiche, gibt es gleich an mein OBS weiter und dann passt alles wieder. Ja, Roshan wurde abgewehrt, DT2 Tower ist down, aber dadurch hat natürlich jetzt Alliance den großen Vorteil. Sie können jederzeit Roshan machen, beide Tower unten auf der Bottom hat Loda geholt. Und jetzt geht es einfach weiter und das ist so die Stärke an Juggernaut. Go, da kommt aber direkt der nächste E-Ultimate dazu. Healing Ward dadurch ein bisschen nutzlos und Loda muss hier aufpassen, zieht sich da auch direkt zurück. Treants werden gespawnt, E-Ultimate weg und die Healing Ward kommt wieder und dann geht es hier auch direkt weiter. Meinhardt an der Seite steht bereit. Power Shot. Loda, okay, Loda muss hier extrem aufpassen. Aber jetzt können sie diesen Roshan schon eigentlich nicht mehr aufhören. Pyke kommt jetzt sogar zum Tanken und Aegis of the Immortal landet doch noch in den Händen von Loda. Ja, Power Shot von Rubick, aber da wollte Virtus Pro Polar wohl doch nicht allzu hart reingehen. Also, wie gesagt, das ist so die ganz große Stärke des Juggernaut. Irgendwas stimmt hier bei weitem nicht. Fuck, was ist denn jetzt los? Mein OBS tut's noch, aber ich glaube, da muss ich mal ein paar Sachen neu starten. 7 Minuten. 7 zu 1. Sorry hier, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil irgendwie meine Technik gerade spinnt. Und das ist natürlich in diesen alles entscheidenden Spiel relativ ätzend. Loda, Mom und Mask of Madness. Und ja, wurde auch angesprochen, Loda steht nicht so wirklich drauf, den Ring of Aquila anzuschalten. Also, Creep Support, no, will er nicht machen. DK Phobos gegen Pycat getradet. Und in der Mitte Meinhardt, aber der TP zieht auch schon wieder raus. Arke weicht im E-Ultimate aus. Und da passiert nichts. Und wenn wir uns bisher Netwerf-technisch, Illidan ist wieder gut dabei, Last jetzt technisch, aber trotz Battlefree Loda hier ein bisschen dicker gefarmt. Omni-Slash wurde in der Mitte genutzt. Und ja, das Fluchmonster wollen wir natürlich vermeiden. Pykett, während das oben arbeitet an seinem Orchid, wird ein wichtiges Item gegen den Illidan Stormrage. Loda kommt dazu und da verjagen sie ihn auch gleich direkt wieder. Ja, böses Flugmonster abgewehrt. Loda oben jetzt. Ja, Loda ist einfach Yasha und Mom macht ihn einfach sehr stark. Frage, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Manta-Style oder Sanjin Yasha. Manta-Style ja irgendwie so das Item, was sich sehr eingebürgert hat auf dem Juggernaut. Ich bin aber kein großer Fan von dem Item auf dem Hero. Würde in Sanjin Yasha jetzt auch nicht unbedingt feiern, aber wäre meiner Meinung nach besser, wobei Manta-Style natürlich auch kein schlechtes Item ist. DK Phobos wird er jetzt von EGM beim Jungle Farmen erwischt, da kommt auch direkt, ja okay, der Shackle durch und der Go drauf, Meinhardt mit dem Finger auf Death und DK Phobos geht hier down. Loda kommt da sogar zu spät, aber da vorne ist direkt die Lidansorme schön Ulti gesetzt. Da kommt auch der Stun und Loda jetzt mit dem Problem, verliert sein Agas dann auf Illidan und er hätte gleich Omni-Slash bereit, das wollen sie nicht riskieren. Alliance verliert hier Agar, 2 Sekunden bis zum Omni-Slash, Pykett, jetzt ein guter Sprout, Loda ist da, ey, Ultimate kommt durch und ja, trifft hier auch gleich Arke, der hätte notfalls sein Ultimate bereit, aber keine Position hier für Loda, sein Omni-Slash an den Mann zu bringen. Wartet hier vielleicht noch auf die Situation, aber Alliance hat ein sehr starkes Early-Mid-Game mit dem Juggernaut und wird jetzt natürlich probieren, so schnell wie möglich alle Tower einzureißen. 17. Minute, die nächste und letzte T1-Tower in der Mitte soll abgerissen werden und nutzen hier natürlich optimal die Phase, in der Anti-Mage schon nicht ganz so stark ist. Der bisher nur mit der Battle Fury und jetzt auch mit seinem Yasha, das kommt, aber im Endeffekt ist Alliance gerade das Team, das am Drücken ist und kann diese Phase auch ausnutzen. Meinhardt im Wald ist da jetzt ein Smoking. Pykett ist da, aber da direkt der Go. Illidan aber Omni-Slash kommt und Loda vernichtet hier einfach den Anti-Mage. Jetzt auch der Chase auf Lil wird angegangen. Lil geht. Wow, 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 Lil, Bro. Du hast das Ganze aber ganz schön knapp überlegt. Jetzt aber der Chase, das ist wirklich Manta-Style geworden und Loda hetzt da mit seiner Mom hinterher. Er will diesen Kill auf FNG haben. Arke hat sein Passive nicht geskillt. An der Seite EGM. Jetzt kommt Pykett nach oben. Sprout ist bereit. Wird gesetzt. Powershot durch, aber der er rettet hier ja das Leben. Jetzt kommt der Shackle und der Kill und EGM. Ja, er spielt einen guten, eine gute Windrange, auch wenn hier gerade der Powershot, der war wohl anders gedacht, sollte da Loda den Weg ebnen, hat aber stattdessen
eher fast dem Gegner in den Weg geebnet, aber mit einem kleinen Scheckel hinten dran und Alliance weiterhin stark am Aufspielen. 7500 Gold, 5000 XP. Es sieht hier ausgezeichnet für Alliance aus. In Spiel Nummer 3 wird das Pro Polars. Einzige Hoffnung ist, diesen Anti-Mage, den sie hier haben, so schnell live zu bekommen wie möglich. Meinerts unten mit dem Lion. Da kommt aber direkt der Stun. Lil hinten dran. Finger auf Death is auf Cooldown. Meinerts ist hier gut unterwegs. Ja, Standin Potato ist EGM. Confirmed bei Bulba. Wobei ich glaube, Confirmed bei Bulba ist mittlerweile gar nicht mehr in. Und Pycat. Der hat jetzt bald sein Orchard ready. Ihm fehlt nur noch einmal der Quarterstaff und das Orchard ist natürlich ein sehr starkes und sehr wichtiges Item gegen die Gegner. Also nicht nur gegen die Gegner, natürlich auch gegen jetzt an der Seite gegen den Anti-Mage. Also den Anti-Mage am Blinken zu hindern, der hat dann zwar bald sein Manta-Style, kann den Silence disablen, aber meiner hat's ja. Der denkt darüber anders, stirbt hier. Rubik schnappt sich sogar nochmal den Stun. Alleine der Kill of Lion gibt hier gerade einen 800 Gold Unterschied. In der Mitte Pikehead muss aufpassen, aber da kommt direkt das Orchid Potato. Ist da mit einem guten Shackle und jetzt kommt Loda dazu. Omni Slash auf DK Phobos. Ah. Was heute mit meinem Hals los? Unfassbar, aber Pikett. Unten jetzt mit dem Gang auf Mac. Mac hat keinen Blink bereit, kein Mana fürs Ultimate, aber er wartet hier schon sehr, sehr lange. Jetzt werden die Treants werden geskillt, da kommt das Orchid und ein Hit braucht er noch, dann, ja, wird reichen Mac. Wäre wahrscheinlich auch am Rest des Orchids gestorben. Unten kommt aber währenddessen Realization von Lil und FNG, aber die funktioniert hier nicht so ganz. Währenddessen Arke, der wird da jetzt gleich, oh oh, auch EGM, der ist schon wieder unterwegs. Lil wird hier gefunden. Meinerts, Omni-Slash, aber schön ausgewichen. Hey, Ultimate, aber auf 3. Lil wird trotzdem angegangen, georchidet und stirbt. Gott, was ist hier los? Ist down. Und ja, man frisst Venom Ultimate im Omni-Slash. Das war auch eine Sache, die ich nicht wusste und die mich überrascht hat. Aber Loda, auch was mich hier überrascht, er geht auf ein spätes Agar. Oben jetzt der Gang auf Illidan. Pikett wollte ihn da oben abfangen, hat aber nicht ganz so geklappt. Trotzdem, das halbe Agar ist hier für Loda ready und ich kann den Gedankengang verstehen. Alliance weiß, so Richtung Late Game gegen den Anti-Mage wird wahrscheinlich schwer werden. Mit dem Agar sehr früh könnte Loda hier richtig großes Chaos machen. Für 12 Jumps mit dem Omni-Slash. Wahnsinnig stark. Mich überrascht hier auch Meinerts, der mit Faceboots unterwegs ist. Faceboot Lion, New Meta, aber ja, macht auf jeden Fall Sinn. Gibt ihm ein bisschen Damage, Beweglichkeit. Tranquil Boots, ja, werden disabled. Faceboots nicht. EGM, was macht der eigentlich mit seinem Shadow Blade? Das ist sehr aggressiv, Sprout, aber Mac, der ist da gerade an der anderen Seite, also entdeckt ihn nicht. Ich danke mir schon, warum ist EGM die ganze Zeit in das? Er spielt hier eine Shadow Blade Windranger Back to Base, aber bisher zahlt sich es aus auch. So in der Mitte Meinerts, da ist er jetzt bereit, aber Illidan hat sich schon wieder zum Ancient Farm den Gegner zurückgezogen, während Loda mit den Illusions so ein bisschen farmt, aber die neuen Manta Style Illusions, beziehungsweise neue Illusions generell. Machen natürlich so gut wie kaum einen Schaden, Illimedan. Jetzt mit der Double Damage Rune, Rune weiter am Farm. Und da müssen sie aufpassen. Er hat jetzt dann sein Manta ready. Das heißt, Pikett mit dem Orchid wird ein bisschen schwerer, ihn zu töten. Auch wenn Pikett bisher wirklich gut unterwegs ist. Arke hat bereits sein Gem, sehr frühes Gem, um für Alliance die Map Control zu sichern. Aber Alliance, ich weiß nicht, sie gehen gerade ein bisschen zu sehr vom Gas runter, sind sehr weit vorne dran und bisher ist Illidan halt auch farmtechnisch noch nicht an Loda rangekommen. Aber es wird halt schlimmer und schlimmer werden. Also Anti-Mage wird gefährlicher und gefährlicher werden. Loda verteidigt oben nochmal den Top-Tower knapp außerhalb der Deny-Zone. Also den Tower wollen sie auch nicht denyen. Item-technisch, Loda wird vielleicht noch aufs Acker warten, bis Alliance den nächsten Go hier ansetzt, wobei Alliance wirklich schon möglich wäre, den nächsten Go zu machen. Auch Meinerts, vielleicht für ihn erstmal das wichtige Dagger, Smoke kommt geliefert, also Alliance wollen eventuell da was machen, während auf der anderen Seite FNG, der ist halt die arme Sau, 0-5, ich glaube so ging es letzte Runde Mac, wobei Mac, ja gut, mit 1-2, ihm geht es nicht genial, aber auf jeden Fall besser als letzte Runde. Loda immer weiter einfach Richtung Splitshot Push unterwegs. Und das Venomancer Agar in der Mitte Meinerts
wird direkt angegangen. EGM mit dem Gang Windranger. Ja, stirbt hier ein bisschen. Stirbt ein bisschen Creeps. Also, er tötet Creeps auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt mit dem Shadowblade in der Mitte die Kephobos. Wäre hier in guter Position. Jetzt, da der Powershot kommt. Aber ja, da hätte er vielleicht zuerst checken müssen. Jetzt eine Rotation. Aber direkt der Blink weg. Ultimate Orb kommt rein. An der Seite steht Pike. Billy dann. Bringt auch seinen Mantas da einen Mann. Aber EGM wird hier trotzdem sterben. Seite Luda, ja, der macht sich jetzt auf den Weg in die Mitte, dann auch Meinhardt ist hier in Gefahr. Ja, Mana Void kommt und das meine ich, Alliance sollte hier aufpassen, was sie tun, nicht zu sehr reinfeeden. Pycat, ja, Luda, sie haben guten Farm, aber durch solche Aktionen geben sie halt, wird das Pro Polar unnötig weiter Gold, was sich natürlich aus deren Sicht vermeiden lassen würde. Und Antimate, da ist er schon wieder dabei mit dem Go auf Pycat. Arke probiert hier zwar zu tun, was und jetzt, okay, Loda kommt, da kommt das Warhead und der Omni-Slash, aber ja, Manta-Style, einfach too strong. Da hätten sie Loda vorhin im Teamfight gebraucht. Und selbst wenn er jetzt sein Aga hat, das hilft ihm natürlich jetzt relativ wenig. Wobei, bisher baut er sich nicht das Aga. Will Loda hier vielleicht auf ein New Meta? Wer weiß, vielleicht kommt ja das Eye of Skadi auf einem Juggernaut. Das finde ich verdammt witzig. Auf der Bottomlane Pycat findet da wieder Mac. Also zumindest da finden sie die Solo-Outtakes. Aber im Goldgraf, ja, noch ändert es sich noch nicht zu sehr. Nur, ich habe es gesagt, vorsichtig sein für Alliance, wenn sie hier das Ganze gewinnen wollen. Klar, auch nicht übereilen, aber sie hatten im Early Game so einen starken Push, hätten Minute 20 rum alles pushen können. Vielleicht auch die Entscheidung, hier erstmal auf den nächsten Roshan zu warten, aber der spawnt halt erst genau an der 11. Minute. Jetzt die Pause von Loda. Scheint da irgendein Problem zu geben. Ja, er ist disconnected. Ich weiß nicht, entweder war das eine Gamepause oder eine Loaderpause. Teilweise ist es ja so, das Spiel, wenn es ein Auto-Disconnect entdeckt, dann paust es automatisch, zumindest bei den Spielern. Ich glaube, bei den Castern, ich dürfte nirgendwo mehr casten, so oft wie ich teilweise mal ein Auto-Disconnect hatte. Mittlerweile hat sich das Problem ja zum Glück gelegt, aber ich glaube, ich hätte meine kompletten Cast-Erlaubnissen verloren, so oft wie ich da Auto-Disconnects und Pausen her provoziert hätte. Ja, das wäre, glaube ich, Hate pur gewesen. Ne? Und ja, damit steht es hier gerade 15 zu 6. Alliance immer noch mit dem Goldvorteil und auch dem Momentumvorteil, nur Richtung Late Game. So meiner Meinung nach eigentlich wenig Chancen. Illidan ist halt im Late Game ein Gegner, gegen den man sich nicht lieber nicht anlegt. Während EGM Level 14 hat er bereits erreicht. Mal schauen, wird sich wahrscheinlich für das Hex entscheiden. Vielleicht auch eher für irgendwas Skadi-technisches. Generell so alleine vom Gefühl her Skadi ein Item, was natürlich im aktuell gerne gesehen wird und immer öfter gebaut wird. Also Skadi so der aktuelle Renner, kann man fast sagen. In dem aktuellen Game. Während, ja, Potato, EGM, musste selbst seine Bottle ablegen. Mal schauen, wie lange das Ganze dauert, bis Loda wieder da ist. Und ich muss doch mal schauen, dass ich für Power Rangers, Hellraiser und Co-Caster kriege zu den Starladder Finals. Wird auf jeden Fall übrigens wahrscheinlich Wambo mit mir casten, der mit mir auch Dotalan ein bisschen gemacht hat. Oder ich überzeuge Xandon dazu. Das wäre natürlich auch feierlich, aber der hat sich ja jetzt gerade auch schon geweigert. Also mal gucken, Starladder Finals auf jeden Fall nicht. Hiernach kommt noch ein Best of Three, nämlich Hellraisers gegen Power Rangers. Aber dass ich dieses Spiel jetzt auch schon extrem zögert, ich muss halt leider um, ja, so gegen 10 spätestens weg. Deswegen ist jetzt gerade die Frage, ob ich Hellraisers gegen Power Rangers überhaupt selber schaffe. Da dieses Game sich eventuell bis 8 zieht, dann bis es losgeht halb 9 und ja, ich muss leider heute um 10 weg, also 10 sowieso schon das spätmöglichste, das heißt eventuell, wenn dieses Spiel jetzt sich wirklich noch 50. Minute zieht, werde ich das Winner Bracket Final nicht casten. Morgen, aber natürlich ab Mittag geht es dann hier weiter. Das wollte ich nur jetzt schon mal sagen. Für Leute, die vielleicht jetzt dann auch schon, ja, Samstagabend, ich weiß, Zeit, um die Häuser zu ziehen. Ich ziehe nicht weg, aber ich bin auch noch wo eingeladen um 10. Also eigentlich schon ab 7. Sagte aber, ich muss arbeiten und komme ein bisschen später, so um 10. Ich glaube, das war nicht die überzeugendste Lüge, die ich hier gebracht habe. Aber ja, muss deswegen schauen. Also um 10 muss ich spätestens weg und
habe eigentlich gehofft, waren am Anfang sehr gut im Zeitplan, jetzt auch noch mit der Pause verzögert sich hier alles. Und dann kann es natürlich sein, dass ja, es ärgerlich hier wird. Also mal schauen. Hat nichts mit, dass ich nicht kann, zu tun. Aber, mein Gott. Wir werden sehen. Ich werde euch nach dem Game auf Update halten, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, die letzten Tage, die letzten zwei, gab es genug Cards. Starladder Finals, Joint Dota League Season geht auch bald wieder los. Also, da wird auf jeden Fall Party sein. Und Potato, die Windranger EGM auf einem guten Weg. Soweit. Auf jeden Fall ein Spaß und Piecat mit dem Nature's Prophet. Es geht weiter in diesem alles entscheidenden Spiel. Nächstes Giveaway werde ich dann irgendwann nächste Woche verkünden. Sowohl Subscriber als auch normal wird natürlich wieder ein getrenntes Giveaway geben, um ja, Subscriber zu favoren. Nein, nein, klar, aber die sollen natürlich dann bessere Chancen haben und ich will es nicht für die normalen unfair machen. Deswegen gibt es einfach zwei unterschiedliche Giveaways. Und ja, werde dazu dann nächste Woche was sagen, wann das genau kommt. Vielleicht werden wir auch mal Spiele vergiveawayen, mal schauen. Potato mit der Windranger weiter in der Mitte, mal gucken. Ich nehme an, das wird das Hex werden, was sie auch gegen einen Anti-Mage übrigens unbedingt brauchen. Während es hier weitergeht. Meinerz, der hetzt hier auch um die Map wie ein Stück Brot. Gut, seit wann Brote schnell sind, das ist hier so die Frage, die wir uns sicher alle stellen. Aber ja, Brot ist auf jeden Fall verdammt schnell. Verdammt gefährlich. Und in der Mitte Arke. Mit dem Game, er hat das Game immer noch. Also, das ist sehr überzeugend. Bisher noch nicht gestorben. Aber langsam zeigt sich halt Illidan mit seiner starken Farmseite. Und ich habe hier die Befürchtung, das wird das Popular, wenn das Game hier noch ja, 10 Minuten weitergehen wird, dass Illidan so stark sein wird, dass Alliance ein Problem haben wird. Gott, viele Wenn und Aber, aber man sieht so im Goldgraf. Alliance kommt nicht mehr weiter voran. Die nächsten Roshan sehen sie und sie müssen sie hier auch unbedingt machen. Der Mom geht Bruder da auch schon direkt rein. Kriegt jetzt auch bald sein Agger. Ey, Ultimate ist auf dem Weg, aber da direkt der. Okay. Der Lauf hier raus hier, der hat nicht so ganz geklappt, obwohl er timingtechnisch gut dabei war. Da kommt der Heal und nach diesem Aegis muss Alliance jetzt langsam anfangen, sich zu wenden. Es würde übrigens kein Agar, sondern nur der Common Point Booster und der Basher, aber auch Anti-Mage jetzt mit dem Basher unterwegs. Es hier jetzt ja auf die Roshan fertig losgeht, aber auf der anderen Seite Anti-Mage mit seinem Manta-Style schon am Split pushen, auch wenn die Manta nicht mehr ganz so hart zu hinten. Natürlich trotzdem gefährlich. Roshan wird angegangen und Alliance. Ja, jetzt erholt sich das Aegis, da ist es. Ja, was hat er dafür fallen lassen? Den Ring of Aquila, aber den hat er sowieso nie angeschaltet. Während Bruder jetzt dem Juggernaut unterwegs ist. Und hi an Hias, schön, dass dir das Subscriber-Symbol gefällt. Ja, nach dem fünften Durchlauf ist es endlich durchgekommen. Haben zwar ein bisschen beschissen, aber manchmal gehört das zum Leben dazu. Also sollte es ja eigentlich in zwei Größen hochladen, habe aber einfach nur einen weißen Rand in der nötigen Größe um die anderen Bilder gezogen und das so geschickt. Ist anscheinend durchgelaufen, besser als wenn ich es verpixelt weiter hochlade. Aber danke schön, dass es euch gefällt. Das freut mich, hat auch einiges an Arbeit gekostet, das alleine durchzubringen. Und Piecat mit dem Nature's Prophet, 5000 Gold sind bereit. Also, der kann sich da jetzt kaufen, worauf er will. Ich nehme mal an, könnte Maelstrom, Mjolnir, Desolator, je nachdem, auf was er hier gehen will. Wobei ein Fight Furion natürlich hier in diesem Spiel nicht verkehrt wäre. Nur das Aegis of the Immortal ist bereit und Alliance. Langsam muss mal dieser Punkt kommen, wo sie wirklich anfangen, jetzt aus diesem Aegis was zu machen. Aus dem ersten haben sie relativ viel gemacht, bis sie es dann sehr schnell verloren haben. Aber aus diesem zweiten sollten sie jetzt schon schauen, dass sie mal Richtung Base kommen. In der Mitte schöner Shackle auf Lil. Omnislash kommt. Okay, sehr überhetzter Omnislash. Die Kefubos an der Seite zieht sogar sein Ultimate Blade Fury an. Stun geht durch. Meinerz aber mit dem Finger auf Death und Lotus.
oder der kommt da nicht ganz hinterher, hat seine Healing Ward ready, der Heal von Arke kommt. Und ja, da hätten sie sich wohl gewünscht, dass der Omnislash auch auf die Kefobos durchgeht. Pike jetzt in Gefahr, muss ja aufpassen, aber Arke, der steht da bereit mit dem Schild direkt drauf und Loda weiterhin im Getümmel dabei. Jetzt geht er leider, kommt Illidan Stormridge, aber gut ausgewichen hier. Loda bekommt den Kill auf Mac, wird die jetzt aber bald, oh, jetzt sogar noch der Chase auf DK Phobos, aber Antimage mit dem Chase, Loda, run Kitty, run, aber ja, er wird hier am Gift sterben, verliert seine Aegis auf die Immortal, trotzdem der Fight relativ gut ausgegangen und ja, aber nicht genug eigentlich wieder draus gemacht. Das ist hier so der Punkt, sie haben Supporter und den Punkt bekommen, aber mehr auch nicht. Und ja, es wird gerade diskutiert, was baut er aus dem Point Booster. Ja, könnte auf jeden Fall nach dem Büssel auch ein Agar noch bauen, wobei ich es dann halt nicht mehr ganz so stark fände. Die nötigen Jumps wären natürlich cool, vor allem gegen einen Antimage später mit Hart, wenn man ihn davor hexen kann, aber ich weiß nicht, ob das hier die richtige Entscheidung ist. Ein Skadi auf Juggernaut, ich würde es ziemlich hart abfeiern, auch wenn, ja, trotzdem, ja, nicht interessant. Wer hat in seiner Sofort, hat, was? Sofortkaufliste? Ich sehe hier keine Sofortkaufliste bei Loda, aber, ja, hier geht es weiter im GM mit dem Go auf den Tower, zumindest in die zwei Tower in der Mitte. Und der Alliance entscheidet sich jetzt endlich, schlussendlich dafür wirklich mal wieder zu pushen. Ne? Lange ist her, aber nach dem T2 Tower müssen sie aufhören. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, Illidan, der Farmteil jetzt schon Monster-like. Jetzt gutes Hex hier auf ihn, Orchid hinterher, aber mit dem Mantas da ja entkommt darf, bevor er geworden ist. Wäre. Also ein Orchid nach dem Agar wäre ihr Gold wert gewesen und Loda. Agar, Manta ist weg. Illidan, Stormage oben dabei und jetzt die Suche nach dem Kill. Oben Pike täuscht da immer wieder TPs an, verjagen hier Loda und sie verjagen hier Illidan und diese Chance wollen sie nutzen, jetzt den letzten T2 Tower holen. Und dann brauchen sie auch, ja, aber wo siehst du die Schnellkaufliste? Ich sehe sie nicht. Und jetzt geht der Tower down. 4600 Gold auf Loda bereit. Pycat hat sich ja mittlerweile das Hex gekauft. Auch EGM mit dem Hex. Also genug Disable gegen den Anti-Mage haben sie ja. Selbst wenn es ins Late Game gehen sollte. Trotzdem gerade das Momentum eigentlich sehr auf der Seite von Alliance. Es geht in die Base mit dem Manta-Style. Und direkt der Gang in die Base. Also Manta-Style bis zum Tower angegangen. EGM wird hier direkt angehatet. Weicht hier aber mit dem Yule-Step da schön dem Gale aus. Also es war gar nicht seins. Es war... Wem war das Yule Scepter hier? Irgend von dem Gegner, von dem Puck. Ja, die mir gerade geholfen, dem Gale auszuweichen. Büsselblade wird es auf jeden Fall werden, wahrscheinlich als nächstes Item, okay. Er war shoppen, es wird das zweite Ultimate Orb. Loda geht auf den Eye of Skadi Juggernaut. Also, Eye of Skadi Juggernaut wird kommen. Und das ist auf jeden Fall... ein interessantes Skillbild. Ich habe noch nie einen Eye of Skadi Juggernaut gesehen. Wenn es so ist, muss ich es gleich in meinem nächsten Pub ausprobieren und den Hate meiner Mitspieler auf mich ziehen. Aber da ist es. Eye of Skadi. Und er hat sich sogar seinen Ring of Aquila wiedergegeben lassen. Also, Loda schmeißt hier nichts weg. Ja gut, wollte vielleicht seinen Ehering für seine Manta-Style-Illusions, um sie auf ewig zu knechten und zu binden. Aber Loda, Eye of Skadi Juggernaut. Das ist auf jeden Fall etwas Firebars. Ja, er... ja, okay, ich dachte, er zerstört seinen eigenen Jungle Farm, aber nein, er stackt hier nur nebenbei. Also, Loda wird auf jeden Fall ein harter Gegner werden, ne? Aber Eye of Skadi an sich, ich habe so das Gefühl, im aktuellen Meta wieder ein gern geseheneres Item. Aber es gibt halt auch relativ viel. Es gibt Leben, es gibt vor allem auf Agi Heroes noch guten Damage dazu. Aber das Skadi vor dem Büssel, weiß ich nicht, inwiefern ich das sinnvoll sehe. Und ja gut, was Xandern hier gerade auch anspricht, Mana Void macht halt dadurch potenziell auch mehr Schaden auf Loda, wenn er Low Mana ist. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den es auch zu bedenken gibt, den ich jetzt so gar nicht in Betracht gezogen habe. Aber ein Loda ohne Mana, ja gut, vielleicht geht er hier auch auf das berühmte Skadi Refresher Bild. Der Juggernaut mit Skadi und Refresher hätte auf jeden Fall genug Mana, ich würde es feiern. Skadi mit Lifesteal auf Melee Heroes, soweit ich weiß, stackt es nicht. Pycat, wie hat der denn hier gerade? Okay, sie haben hier gerade wirklich Loda draußen gegankt, also auf Melee Heroes stackt es, soweit ich weiß, nicht nur auf Range Heroes.
Aber kann sein, dass sich da irgendwas verändert hat. Also sollte eigentlich nicht stacken, aber wir werden es gleich sehen. Jetzt sollte er hier, wenn er irgendwas attackt, sehen wir es ja gleich. Halten wir einfach seine HP im Auge, aber gerade sind noch keine Creeps da. Jetzt kommen Creeps, Loda. Ja, gut, da ist die Healing Ward ein bisschen schlecht aussagekräftig, aber Illidan Stormrage kommt hier auch nicht mit einem Buyback. Und Loda, ja, der T3 unten auf der Bottom Lane ist in Gefahr. Während jetzt, ja, ich erkenne es hier gerade noch nicht, wenn Sie es herausgefunden habt, sagt mir Bescheid. Auf jeden Fall ist der T3 Tower hier da unter Shackle auf Lil. Macht jetzt nicht so viel Schaden, aber Loda macht hier jetzt auch einfach weiter. Da werden, oh, schön die Cold Fields disabled mit Manta Style, aber er hat schon wieder keinen Bock. Jetzt mit Anlauf, ja, Loda hat ganz viel Anlauf gebraucht, um jetzt auf diese Rex zu chargen. Und mit diesem Charge kriegt er die Rex auch down. Alliance, erste Rex sind da. Also hat er Lifesteal jetzt wegen Eye of Skadi. Geht das jetzt auch auf Melee Heroes? Okay, Dankeschön für die Information an den Chat. Ja, ich bin hier so bei so Kleinigkeiten. Ja, er hat Lifesteal. Ich habe es jetzt auch gerade gesehen. Nicht nur die Animation. Die Animation hätte ich nicht so ganz vertraut, aber ja, er hat zumindest gerade Leben gekriegt durch Attacks. Also Schlussfolgerung, er hat Lifesteal. Ja, ich hatte auch im Hinterkopf, dass da irgendwas geändert wurde, aber ich war mir nicht sicher. Und wenn ich mir nicht sicher bin, rede ich nicht gerne darüber. Und deswegen danke an den Chat, dass ihr mich hier mal ein bisschen unterstützt. Schöner Shackle durch, aber wird ausgewichen. Mac, ja, DM wird nicht geshackelt. Aber gut, dann kommt das Hex auf FNG. Meinhardt ist da mit dem Dagger und Forstaff. Dieses Game für das entschieden. Auch auf Lion immer wieder andere Builds. Baut hier auf jeden Fall was anderes als Lil. Und Loda, Next Stop wird das Abyssal Blade werden. Hat auch noch einen Slot für das Aegis dann frei. Aber hier jetzt erstmal in der Mitte weiter den Druck aufbauen. Jetzt da kommt der Go. Loda wird angegangen. Und ja, da ist das Mana Void. Wie gesagt, das zerreißt ihn hier innerhalb von Sekunden. Wäre aber wohl auch ohne Mana Void gestorben. Meiner sitzt da mit einem guten Stun an der Seite. Jetzt ein schönes Hex von Pyken. Der macht hier einiges. Aber DK Phobos mit dem Ultimate. Und oh, da kommt jetzt der Go. Sehr viel Schaden auf den BKB-Bietner. Venomancer. Meiner ist da. Aber EGM, ja, der wird ja auch direkt angehatet. Mac mit dem Chase geht down. Kam sogar der Buyback von Loda. Und der hetzt hier jetzt gerade in die Mitte, der will noch am Fight mit Party. Finger auf Death kommt und Pyken jetzt mit dem Rocket, Illidan mit dem Chase, aber er läuft jetzt gleich Loda, Loda mit dem Jump und die Mantas, der kriegt den Lucky Bash ab. Wow, er überlebt das Ganze ganz schön knapp hier gerade. Das hätte sein Todesurteil sein können, aber jetzt hat er der Port vor von Pyken und hier geht es weiter. Ey, Ultimate kommt drauf. Wow, Lil sogar mit einem schönen Nuke, aber der Buyback von Loda hat sich hier nicht gelohnt. Hätte er eine Bristle Blade gehabt, dann wäre das sicher Party gewesen. FNG an der Seite wird gestunt, aber gut, dann halt noch FNG und Loda, das Buyback. Da holt er sich seine Monitos zurück. Und ja, Juggernaut ist aber down. Illidan hat das Ganze sehr knapp überlegt, aber der hat halt seine Büssel Blade. Und das hat sich jetzt hier in diesem Fight ausbezahlt. Loda wird auch seins bald haben, aber da ist der Roshan wieder. Roshan mit Cheese und Aegis. Drei Heroes noch von Virtus Pro Polar down. Vor allem auch der E, der diesen Roshan hier wirklich ätzend machen könnte. Und Loda hat den Slot für das Aegis auf dem Immortal. Pykit wird wahrscheinlich den Cheese nehmen. Loda mit dem Aegis. Und dann wird er auch bald Geld für Büssel haben. Also ganz schneller Roshan hier. Ring of Aquila, jetzt könnt ihr ihn raushauen, droppt ihn hier. Ja, lässt ihn sogar zurück für seine Teammates. Das ist das Aegis für Loda. Und der Cheese für den Anti-Mage, der gleich reinblinkt und das klaut. Nein, der Cheese für Arke, der mittlerweile auch auf Richtung Hex geht. Also ich nehme mal an, dass das Ultimate Orb eine Entscheidung Richtung Hex sein wird. Oder wir haben hier eine Eye of Skadi Party bei Alliance, zu der ich gar nicht eingeladen wurde, was ich immer sehr gemein finde. Aber wir arbeiten dran. Loda mit den Face Boots jetzt in der Mitte und 900 Gold zum Büssel. Er kann sich's kaufen, hat sowieso keinen, er hat sowieso Cooldown auf Buyback für noch 5 Minuten. Illu-Rune, ja, Bounty-Rune hätte er jetzt sicher cooler gefunden, die Kefobos auf der anderen Seite jetzt, aber mit dem Dagger, BKB auch für den Anti-Mage, der wird jetzt ja nicht mehr ganz so leicht raus zu nuken und zu hexen sein. BKB hier auf jeden Fall wichtige und richtige Entscheidung für ihn und Loda allein sollte hier erst Go machen, wenn Loda wirklich das Abyssal Blade hat, weil sie brauchen es. Wenn sie Anti-Mage büsseln, dann ist der down und auch Illidan, ja, hat kein Buyback, zumindest für 26 Gold, also er wird es bald haben.
Aber ja, sie brauchen das Abyssal Blade so dringend wie nie. Eigentlich am besten Courier jetzt schon zum Seiko-Job schicken, dass sie dann direkt Go machen können. Das Momentum mit dem Aegis und dem Cheese auch ausnutzen. Irgendwie. Und Wizard, woher weißt du überhaupt, was die in der Schnellkaufleiste haben? Ich sehe das nirgends. Also, weiß nicht. Wäre interessant zu wissen, ne? Weil ich sehe es hier nicht. Sehe ich das, wenn ich den Chat aufmache? Nein, sehe ich nicht. Aber ja, es wird ein linken Sphere. Also entweder gibt es hier einen Knopf, den ich noch nicht gefunden habe, oder du guckst irgendwo zu, wo ich nicht zugucke. Wäre ganz cool zu wissen. Während jetzt die KFU-Boss schöner initiiert. Mit dem Venno-Ultimate. Und da kommt der Omni-Slash durch. Loda ist da. Aber das könnte jetzt ein dicker Fight werden. Loda hat zwei Aegis, aber Rubik hat Omni-Slash gestohlen und geht da durch. Wie das warme Messer durch Buddha. Und jetzt muss Loda da aufpassen. Der Hex von Paiken kommt. Sie müssen hier irgendwie Illidan töten. Illidan in Gefahr. Jetzt ist da hinten auch EGM. Er hittet. Jackal, der hittet. Und Illidan, er überlebt das Ganze. Und das ist jetzt gerade katastrophal. Lil oben jetzt in Gefahr wird dann noch mal angegangen. Loda mit dem Chaser, aber Lil mit dem Rubik. Ja, der hat einfach den Charts von der Windranger gestohlen und läuft da einfach weg. In der Schnellkaufleiste wird bei mir angezeigt, wenn ich caste. Okay, das ist ja sehr, sehr seltsam. Also, das ist wirklich sehr komisch. Also habe ich ja noch nie gesehen gehabt. Also das würde ich auch gerne haben. Aber man sieht hier bei mir, mein Fenster ist leer. Und ja, er hat Rezept für Linkens gekauft. Deswegen finde ich es umso überraschender, dass du recht hast. Aber das Traurige hier gerade aus Aegis und Cheese Alliance konnte nicht viel draus machen. Und Loda, ja, das wird ihn bestärken. Er braucht ein bisschen Blade. 2 Minuten 30 ohne Buyback. Er könnte es sich jetzt kaufen. Ja, ich weiß, hier ist eine Schnellkaufliste, aber hier, da, aber ja, die ist bei mir leer. Und ja, jetzt wird das Pro Polar Illidan halt schon gut dabei. Goldcraft turnt mittlerweile auf 10.000, 6.000 XP. Sieht man als Caster, glaube ich, nicht. Okay, wäre ein Argument. Ich bin aber am Dota-TV-Casten. Das erklärt also nichts. Weil alle Ingame-Slots sind leider voll gerade. Linken Sphere wird es auf jeden Fall für Abaddon. Könnte noch ein wichtiges Item sein. Nur, ja, Abyssal Blade muss hier unbedingt kommen jetzt für Loda. Sonst können sie diesen alten Menschen nur noch schwer töten. Der hatte den ganzen letzten Fight sogar überlebt, obwohl sie ihm alles ins Gesicht gejagt haben. Und eine Pikehead. Ja, Alliance, wenn es drauf ankommt, hätten sie ja immer noch den Red. Nur, ja, Illidan ist halt selber eine Ratte. Also ich glaube, es gibt keine schlimmere Carrier-Ratte als den Anti-Mage. Und Alliance ist in einer schwierigen Situation. Loda will sich ihr Abyssal Blade hier einfach nicht kaufen. Klar, hätte in einer Minute wieder Buyback, aber es hätte ja auch, glaube ich, so. Und jetzt Illidan unten, aber wieder mit Illidan spielt hier wirklich out of his mind. Gute Dreamcall von Mac stirbt hier zwar an der Seite. Jetzt probiert es Loda. Er rennt und rennt und rennt. Will da wohl noch irgendwen abfangen, aber es klappt nicht. Jetzt Pikehead kommt vorne dran, aber Sprout wird schön gecancelt von Lil. Der ist hier direkt weg und oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist er. Sie kriegen Illidan nicht down. Es ist unfassbar hier, aber sie kriegen ihn nicht down. Das Abyssal Blade soll auch einfach nicht fertig werden für Loda. Mittlerweile hätte er auch mit Abyssal Blade, glaube ich, genug Gold für Spyback in der Mitte jetzt. Ja, der Red wird angesetzt. Der Courier ist auf dem Weg. Hat Blinkens 4 dabei. Aber Don braucht dafür halt noch Gold. Jetzt in der Mitte. Meinerz wird erstmal von Illidan vernichtet. BKB ist draußen nach diesem BKB. Aber jetzt, Illidan mit dem Jump. Er wird Omni-Slash und er wird Lucky gebasht. Geht down, die Gefobos. Aber jetzt ist Buyback von Illidan. Nur jetzt ist die Frage, kriegen sie ihn ein zweites Mal down? Lil ist da schon wieder mit dem Omni-Slash unterwegs gewesen. Cold Feed auf Loda. Ist drauf und es ist da. Loda, jetzt muss er rennen. Er muss rennen, wird hier aber sterben. Geht down. Buyback ist noch auf Cooldown. Nein. Es ist gerade wieder gekommen. Trotzdem Virtus Pro hier. Ja, und Buyback, wie viel kostet das? Es kostet 1400 Gold. Gut, er hätte kein Geld für Büssel gehabt, muss ich sagen. Okay, ihr hattet recht. Also nein, hattet ihr nicht. Mit Reliable Gold hätte er, glaube ich, genug gehabt. Weil Reliable Gold geht ja nicht weg. Unreliable wird zuerst ausgegeben. Ich verstehe es nicht, warum er einfach kein Büssel hier bauen will. Aber er wartet da anscheinend drauf.
Networth währenddessen bereit. Pycat einfach weiter am Farm. Pycat aber lässt auch mittlerweile einen Impact in den Teamfights nach. Und ja, Alliance ist hier in einer schwierigen Situation gegen diesen mega dicken Anti-Mage. Der hat sich gerade gebuybackt, 3000 Gold. Der kann sich jetzt auch noch ein Hard oder ähnliches kaufen. Dann wird es natürlich nochmal um einiges schwieriger. Loda kommt wieder, aber bitte. Ja, okay, wo ist sein ganzes Gold jetzt hin? Er geht zuerst aufs BKB. Er braucht, ja klar, ein BKB ist auch mindestens genauso wichtig, aber er braucht einfach dieses verfickte Abyssal Blade. Er braucht es, sonst wird es hier einfach, ja, nichts mehr werden. Das ist so ein wichtiges Item, dieser sichere Stun auf Anti-Mage. Vor allem jetzt, wo Anti-Mage kein Buyback hat. Ja, beim Buyback wird klar, dass Reliable Gold verbraucht, aber nicht beim Items kaufen, soweit ich jetzt so informiert bin, außer da hat sich irgendwann mal wieder was geändert. Also, er hätte ein bisschen kaufen können und dann sein Buyback, dann wäre er zwar auf 0 Gold gewesen, aber das wäre ja egal gewesen. So, ja, kaufte sich jetzt erstmal sein BKB und ein bisschen Blade rückt in weite, weite Ferne. Und vor allem jetzt, ein Anti-Mage ohne Buyback, den irgendwie zu erbüsseln und zu töten, das wäre der Game-Win für Alliance. Also ich bleibe bei meiner Meinung. Klar, ich weiß, Loda ist ein sehr erfahrener Spieler und ich muss ihm jetzt nicht sagen, was er tun muss oder tun oder lassen hat. Loda wird es selber schon gut einschätzen können, aber ja, zumindest aus meiner Perspektive wäre ein bisschen das bessere Item gewesen, auch wenn natürlich BKB hier dringend notwendig ist gegen AE und Venomance. Das ist eine keine leichte Entscheidung und Loda wird auf jeden Fall schon wissen, was er zu tun hat. Trotzdem mit Büssel Blade jetzt. Illidan findet Loda und das ist hier bitter. BKB wird gezündet. Jetzt hat er Go an der Seite. Illidan ist gerade gejumpt. Jetzt müssen sie schauen, Omni Slash von Ruby kommt. Der Hex ist drauf und Illidan stirbt. 120 Sekunden ohne Illidan und Loda hat es bei. Tötet Lil und das könnte jetzt over sein. Finger auf Death, Buybacks kommen, DK Phobos ist drin und das ist die entscheidende Phase des Games. Loda geht da jetzt da rein und Loda, er hat notfalls ein Buyback mit dem Go auf DK Phobos. DK Phobos stirbt auch noch ohne Buyback. Sie sind alle down. Pykit mit dem Ultra-Kill. Pykit zerstört sie hier alle und das könnte die Entscheidung sein. DTP back to base. Aber was macht Loda? Wo rennt er jetzt denn hin? Loda, okay, er will anscheinend die Invis-Rune haben, aber Anti-Mage, 80 Sekunden tot, das könnte das GG sein hier. Von Virtus Pro Polar, sie müssen jetzt reingehen. Pykit könnte gleich wiederkommen. Loda, sie müssen doch wissen, dass Anti-Mage kein Buyback hat. Keiner hat ein Buyback. Das heißt, jetzt der Push in die Base ist das Game Over und es wird heißen, dass Alliance an die besten 4 Teams kommt. Jetzt müssen sie Vollgas geben. 70 Sekunden, Pykit kommt wieder. Mac, AA ist zumindest jetzt da, aber Loda, der hätte notfalls Buyback, würde Boots of Travel direkt in die Base. Ich nehme an, dieses Game ist over. Aber es geht rein. Loda, jetzt in die Base. Keine Buybacks von DK Phobos. Nochmal Fortification. 50 Sekunden sind's. Aber scheiß drauf, diese Rack hier. Geht einfach in die Base und holt den Chon, aber es scheint hier Alliance riskant zu sein. Direkt der Gang auf die Bay Rexes in der Mitte. Melee Rex werden fallen in der Mitte. Oben jetzt der EGM mit dem Ultimate. Der hackt da nur so auf die Rex drauf. Er ist nicht der schnellste, aber es geht auf jeden Fall gut vonstatten. Jetzt sind die Rex in der Mitte, gehen down. Melee Rex fallen auch. Man geht hier auf Nummer sicher und Anti-Mage. 30 Sekunden sind es noch, aber die Range Rex werden fallen. BKB kommt. Loda ist da. Jetzt der letzte Fall. FNG wird hier erstmal gestunt. Hat Ghost Scepter ready, aber direkt Pike geht jetzt auch mit dem Hex auf Lil. Da ist jetzt alles drauf. Sie sind alle noch am Leben, überraschenderweise. Die KFU-Boss wird hier jetzt direkt der Hex. Checkle kommt durch. Alliance, jetzt, sie müssen nur riskieren, aufpassen, dass sie hier nicht alles riskieren und verlieren. Healing Ward ist da, Mac mit dem Mini-10 findet da nochmal schöne 2 Kills, aber ja, Illidan muss jetzt irgendwie verteidigen. Eigentlich letzte Chance, irgendwie zum Mollin-Push anzusetzen, aber wow, ja. Loda, 260 Damage, nicht ganz so viel. Arke wird jetzt oben auch noch erwischt. Geht down, 3 Heroes von Alliance down, allesamt mit Buybacks und jetzt eigentlich die letzte Chance, irgendwie zu einem All-In-Push anzusetzen. Oben, Pycat und Loda sind noch dabei. Alliance, Illidan jetzt auf der Flucht, will da hinterher. Lil findet nochmal den Anschluss, Orche direkt, aber von Pylight die. Und Alliance schindet hier sogar noch genug Zeit, dass ihre Heroes buybacken können. Wieder auferstehen, denn eigentlich die einzige Chance für Virtus Pro Polar jetzt in dieser Phase des Spiels. Jetzt kommt der Lift. Da
Blasen sind. Wow, Büssel ist gar nicht nötig. Mana Void und Juggernaut ist down, aber oben während das im Duell der fast tote Pyla Pycat holt sich den Double Kill. Wicked Sick für ihn und den TP back. Well played, Pycat. Bam, beide Daumen nach oben. Mittlerweile ist Meinerts auch wieder ready und in der Mitte kommen die ersten Mega Creeps an. Also, es wäre wirklich eigentlich die einzige Chance, dass sie jetzt auf in die Base gehen können. Das ist jetzt aber over. Dieses Spiel wird nicht mehr gewonnen werden. Der E-Ultimate kam, wurde aber ausgewichen. Dachte gerade, Furion hat irgendeinen Gemstab, aber nein, hat er nicht. Und Illidan hat halt auch kein Lifesteal. Also demnach tut auch sich der Anti-Mage selbst sehr, sehr schwer gegen die Mega-Creeps. Schnell die Katas geholt. Ja, die Katas, das sind so der Stimmungskiller mit Mega-Creeps. Weil wie willst du Zeit haben, neben Mega-Creeps auch noch Katas zu farmen? Und ja, der nächste E-Ultimate FNG probiert hier das Game zu gewinnen, indem er mit der E-Ultimate die Gegner zu bombardieren versucht. Aber es ist nicht erforderlich. Ja gut, Rape hier könnte kommen, aber es würde keinen Unterschied machen. Wir haben Illidan mit nur 2000 HP und keinem Lifesteal. Das macht keinen Unterschied. Ja, jetzt kommt Lil mit dem Vladimirs, da kommt das Butterfly. Aber ja, die einzige Chance war jetzt gerade ein All-In-Push, denn Alliance hat allesamt Buybacks. Das heißt, wenn sie jetzt selbst in dem Go sterben muss, wird das Pro immer noch pushen. Sie haben keinen, außer Illidan, der das verteidigen kann. Apropos übrigens, während das macht IGM hier gerade das Aegis of the Immortal. Der Cheese landet wieder auf der Seite von Arke. Und ich muss sagen, Alliance, das neue Team, wirkt auf jeden Fall Potenzial. Also hat Potenzial auf jeden Fall. Das muss man sagen. Und währenddessen Loda. 3400 Gold. Und ja, anscheinend war seine BKB-Entscheidung richtig. In der Mitte jetzt Illidan wird gehext, dann nochmal weggeforstet. Aber Loda wartet an der Seite. Hat keine Whistleblade. Meinerts an der Seite. Aber da kommt der Omni-Slash und geht durch. Aber ja, bleibt zu sehr auf dem Manta-Style Illusions stecken. Der Fight tobt. Die Dicke Phobos geht rein. Aber erster, der stirbt, ist hier wirklich Rubik. Loda mit dem Gang. Aber findet hier keinen. Er macht wirklich wenig Damage, muss ich zustimmen. Aber der Mann, der Damage macht, das ist hier gerade Pyke, der tänzelt um die Gegner rum und ja, nur noch Illidan jetzt am Fight. Wird hier aber gebasht und geht down ohne Buyback. Anti-Mage stirbt, Mac, hier Lucky Bash, Hex kommt und das war's. Das wird das Game sein. GG World Planet Gold und damit haben wir den El Clasico im Semifinal des Loser Brackets. Alliance gegen Navi wird das Match der Matches sein. Alliance kämpft sich, so wie Navi, durchs Loser-Bracket nach einer Niederlage gegen Power Rangers und werden in der nächsten Runde aufeinandertreffen. Stark gespielt, Alliance gegen Virtus Pro Polar. Auf jeden Fall ein gutes Spiel, auch wenn Virtus Pro nie so wirklich in diesem Match angekommen ist. Lil, warum hatte der gar keine Items mehr? Das ist die Frage der Fragen, die wir uns hier alle stellen. Aber gut gespielt, herzlichen Glückwunsch an Alliance und ja, 8 Uhr, ich muss leider sagen, das war's von mir. Ich habe einfach keine Zeit mehr, noch ein zweites Best of Three zu casten, ein drittes meine ich. Werde mich für heute verabschieden, aber morgen sind wir live, ich glaube ab 1 könnte es, geht es glaube ich weiter. Vielleicht früher, checkt auf jeden Fall mal Join Dota. Ich bin über den Plan noch nicht ganz informiert. Ich werde das Ganze jetzt mal ganz schnell checken. Aber ja, morgen ungefähr ab 1 mal auf Join Dota checken. Dann steht nämlich noch das Loser Bracket Final an. Und auch ja, das Loser Bracket Final und das Winner und das Grand Final. Also auf jeden Fall nicht verpassen, Alliance gegen Navi. Spielt nachher noch nach Hellraisers gegen Power Rangers. Vielleicht bin ich bis dahin wieder da. Ich weiß es noch nicht. Das nächste Match ist jetzt gleich im Anschluss Hellraisers gegen Power Rangers, wer im Grand Final warten wird. Aber wie gesagt, für mich war es das leider, weil ich um 10 weg muss und ich höre nicht mitten in der Best of 3 Series auf. Das ist Schwachsinn. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. Danke fürs Einschalten. Ab morgen Mittag geht's weiter mit der Entscheidung aus dem EU-Qualifier. Also, bis dann.